und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, was ich bei meiner besten Freundin mitgehabt habe, weil ich war bei ihr ein paar Tage in Deutschland. Und ja, ich zeige euch hier einfach die Sachen, die ich mitgenommen habe. Weil viele Sachen davon habe ich gar nicht benutzt, zum Beispiel die Lidschattenpalette habe ich gar nicht benutzt oder auch die Lippenstifte habe ich nur einen einzigen benutzt. Es ist jetzt einfach im Schnelldurchlauf und ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich bin zwar jetzt wieder in Österreich, aber ich wollte euch trotzdem das Video noch zeigen und deshalb gibt es hier jetzt für euch. Ich habe dann noch ein anderes Video in Deutschland gedreht, was ich halt in der Stadt halt mir gekauft habe. Da habe ich halt das Mikrofon wieder nicht verwendet, sage ich gleich mal vorneweg. Genau. Deshalb wird der Ton wahrscheinlich nicht so gut sein. Das Licht ist auch nicht so gut, weil es am Abend gedreht worden ist. Aber ich werde es euch trotzdem zeigen. Einfach weil, ja, weil ich es gefilmt habe und mir gedacht habe, es könnte euch ja interessieren. Genau. Ja. Und so sieht man jetzt einfach den Schnelldurchlauf mit den ganzen Sachen, die ich halt mitgenommen habe. Und wie gesagt, ich habe nicht einmal alle davon verwendet. Aber ich weiß zumindest fürs nächste Mal, weil ich werde definitiv wieder fahren, auch wenn die Deutsche Bahn richtig kacke war, leider. Was ich dann das nächste Mal mitnehmen werde oder nicht mitnehmen werde, das kann ich jetzt besser einschätzen, weil ich hatte halt keinen Plan und jetzt habe ich schon eine Ahnung und genau. Ja, da sieht man jetzt noch die Sachen, wie gesagt. Ja, in den Rucksack, der war auch bummvoll und super schwer. Der war fast schwerer als der Koffer. Aber naja, das auch wieder nicht. Aber naja. Harry Potter hat natürlich auch nicht gefehlt. Auf dem Laptop, da haben wir sehr viel gemacht mit dem Laptop. Den werde ich das nächste Mal definitiv auch wieder mitnehmen. Da ein paar Skills. Habe ich Gott sei Dank kaum gebraucht, weil es mir wirklich echt gut gegangen ist dort. Weil auch ich immer alles direkt angesprochen habe, wenn irgendwas war oder so. Und dann konnten wir das klären und dann ging es mir einfach direkt gar nicht mehr so schlecht. Es ist jetzt gleich ein abruptes Ende, deshalb verabschiede ich mich schon mal von euch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!